Unser Ziel ist es, in wenigen Minuten ein Google-Login mit Bubble hinzubekommen. Geht zunächst mal auf developers.google.com/identity und hier in den Google Sign-In. Wichtig ist, dass ihr auf Web klickt. Diese Sachen ist der normale Code, den könnt ihr ignorieren, weil wir das Ganze mit einem Plugin lösen von Bubble. Das heißt, wir klicken auf Get Started. Haben jetzt nochmal die konkrete Developer-Dokumentation. Auch hier könnt ihr euch natürlich einlesen, aber wir machen das. Also go to Credentials Page und legen jetzt bei developer.com.google einen Account an. Wenn ihr jetzt in Credentials reingeht, müssen wir als erstes ein neues Projekt anlegen. Bubble Login. Dann ist das Ziel, dass wir ein OAuth Client ID anlegen. Als ersten Schritt seht ihr, dass wir einen Consent Screen brauchen. Das hat mit Compliance und rechtlichen Sachen. Die Applikation kann entweder intern sein, das heißt nur Leute mit eurem G Suite-Account können das nutzen, oder extern, wo natürlich weitere Sachen genutzt werden müssen. Wir nennen die Applikation Bubble Login, können ein Logo anlegen. Entscheidend ist hier nun eure autorisierten Domains. Der erste Punkt ist, dass wir unsere Bubble App, das ist natürlich fraglich, ob ihr eine Top-Domain habt oder die Bubble App selbst, dass ihr eure Bubble App hier reinkopiert und gleichzeitig auch eure AGBs und Datenschutzerklärungen in den Consent Screen und den Terms of Service reinpackt. So, ihr seht jetzt, dass wir dieses Problem haben, dass die Top-Domains, nämlich die autorisierten, nicht da sind. Das heißt, wir müssen einmal Bubble-Apps.io autorisieren und wir müssen einmal Gitbook.io in meinem Fall, weil dort die AGBs liegen, autorisieren. Jetzt können wir die Applikation speichern. Im nächsten Schritt können wir nun nochmal den OAuth-Client anlegen. Wir machen eine Web-Application, nennen sie Login mit Gmail und müssen nun die Redirect-URLs anlegen und freigeben. Bevor wir das erstellen, gehen wir jetzt zurück in Bubble und laden das Google Bubble Plugin hoch. Wir haben hier das Original vom Bubble benutzt Plugin, was 14.000 Mal installiert wurde, und sehen hier Folgendes. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier diesen Button habt, Use a Generic Redirect URL, und ihr seht auch hier die Adresse. Leider kann man bei Bubble ja das nicht kopieren. Das heißt, wir müssen es manuell machen. Wir nehmen die URL und das ist auch die Redirect und dann ein Jetzt kriegt ihr hier die beiden Sachen, die Client-ID, die ihr sowohl in die Development als auch in die Live-Version reinpackt, und ihr kriegt auch das Secret, das ihr ebenfalls kopiert. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt noch einen Button definieren. Login mit Google. Hier draufklicken und den Button klicken, dann geht ihr rein in Sign up Login with Social Network. Ihr habt Google als Authentifizierungsmethode und jetzt im zweiten Schritt noch einen Logout-Button, um das zu testen. Log the user out. Und dann, was kriegen wir von der API? Ihr könnt das eben hier finden unter Current User Google und dann Profile Picture. Eine Roundness von 250, damit, und testen auch noch Nachnamen und die E-Mail-Adresse. Wir testen jetzt das Ganze. Ihr seht die Applikation, logge mit Google, nehme einen Account.
und wir sehen, wie die Informationen, das Profilbild, der Vorname und der Nachname und die E-Mail-Adresse aus der Google API kamen. Das heißt, das ermöglicht jetzt euren Nutzern, sich leichter einzuloggen für euer Produkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf bald.